Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wie immer zu Beginn eines neuen Monats ein What I Read Next Video für euch. Ihr dürft quasi wieder entscheiden, welches Buch ich als nächstes in meinem Lesemonat Juli lesen werde. Das Buch, das im letzten Monat gewonnen hat, war Dark Sigils 2 und Spoiler-Alarm, ich hab's gelesen, aber ich habe davon auch auf Instagram so viel erzählt, dass es eigentlich klar war, dass ich es gelesen habe. Jetzt habe ich wieder 4 Bücher für euch, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Und wie immer habe ich versucht, ein Motto für den Lesemonat zu gestalten oder für die Wahl im Lesemonat zu gestalten. Und dieses Mal ist es erneut Buchschnitte. Also es sind jetzt 4 Bücher mit 4 wundervollen Farbschnitten. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten. Das habe ich euch gerade in meinem Neuerscheinungs- und in meinem Neuzugänge-Video gezeigt. Aber ich möchte es sehr, sehr zeitnah lesen. Und deshalb dachte ich, gebe ich euch die Möglichkeit, dass ihr es für mich auswählt. Und zwar wäre das Wedding Date von Julie Soto. Und da habe ich euch auch schon erzählt, dass ich da mega Bock drauf habe, weil es einfach super humorvoll und sommerlich klingt. Einfach wie was mir gute Laune macht. Und gute Laune kann man in der Regel ja immer brauchen. Sie will kein Date, keine Beziehung, keine Hochzeit, aber sie will das Knistern, wenn er sie berührt. Emma Torres ist Hochzeitsplanerin, sie ist sogar eine großartige Hochzeitsplanerin. Ihre Mutter war schließlich 16 Mal verheiratet. Und als ein glamouröser Instagram-Star sie engagiert, ist das Emmas Chance, endlich richtig durchzustarten. Einziges Problem, den Blumenschmuck soll Elliot Blumen gestalten, so will es die Braut. Elliot ist der Bad Boy Rockstar unter den Floristen und seine Kreationen sind wahre Kunstwerke. Außerdem ist er Emmas Ex, dessen Heiratsantrag sie vor 2 Jahren abgelehnt und dessen Herz sie gebrochen hat. Wie sollen die beiden die Hochzeit der Saison ausrichten, wenn sie sich weder ausstehen noch voneinander lassen können? Buch Nummer 1. Das nächste Buch ist auch wieder eins der wunderschönsten Bücher in meinem Regal. Der Carlsen Verlag weiß einfach, wie man schöne Cover macht. Ich spreche nämlich von Where Summer Stays. Der Buchschnitt ist auch total schön. Hier werden die Lichterketten vom Cover mit aufgegriffen, auch hier unten. Und oben werden die Blumen quasi nochmal mit aufgegriffen. Richtig, richtig cool. Auch wenn ich persönlich immer, oder es mich immer ein bisschen nervt, wenn unten und oben nicht gleich ist. Aber ich kann euch nicht mal sagen, warum mich das nervt. Aber ich finde es auch schön, dass beides oder beide Elemente vom Cover trotzdem mit aufgenommen wurden. Und ich habe ein bisschen Angst, das Buch zu lesen, weil mir ihr Debüt ja gar nicht gefallen hat und ich jetzt Angst habe, dass da wieder so viele Rechtschreibfehler drin sind. Aber ich denke, der Carlsen Verlag ist so ein großer Verlag, der lernt aus seinen Fehlern. Und deshalb habe ich mir das Buch auch gekauft, trotz aller Zweifel. Vielleicht sind wir nicht füreinander bestimmt, aber was, wenn wir es trotzdem versuchen? Wegrennen, und zwar ganz weit weg. Das ist Charlies einziger Wunsch, als sie während ihres Classic-Radio-Praktikums auf ein riesiges Rockfestival geschickt wird. Am liebsten würde sie sich die kommenden 4 Tage einfach im Zelt verstecken, vor all dem Lärm und den Menschenmassen, die sie so sehr überfordern. Doch dann trifft sie auf Levi mit seiner faszinierend charismatischen Art, dem Eyeliner und den unzähligen Tattoos. Plötzlich fühlt sie sich wie im freien Fall. Er macht Charlie mutig, in seiner Nähe fühlt sie sich sicher, aber dann fallen ihr Verhaltensweisen an Levi auf, die sie nicht begreift. Er scheint ein ganz anderer Mensch zu sein, als er vorgibt, und zurück im Alltag wendet Levi sich plötzlich von ihr ab, ohne zu wissen, dass ihr Herz in seiner Nähe immer schneller schlägt. Ja, Buch Nummer 2, by the way. Mit Buch Nummer 3 geht es nach New York und das mit Annabelle Steel und Nicole Böhm in Let's Be Bold. Das ist der 2. Band der Reihe und auch der finale Band der Reihe. Da hat ja Band 1 Annabelle geschrieben und Band 2 Nicole. Und es geht immer noch um die gleichen Protagonistinnen wie auch im Reihenauftakt. Dementsprechend ist das hier jetzt vielleicht auch ein Klappentext, der ein bisschen spoilern könnte, wenn ihr Band 1 jetzt noch nicht gelesen habt und das noch vorhabt, dann skippt einfach weiter, bis ich das nächste Buch in der Hand halte. Aber ihr dürft natürlich dennoch für das Buch stimmen, wenn ihr wollt, dass ich es lese.
Nach einem aufregenden Start in New York fühlt Tyler sich mittlerweile richtig angekommen. Doch dann holt ihn seine Vergangenheit ein und seine ehemalige Chefin kreuzt seinen Weg erneut. Plötzlich treffen Tylers Träume auf die harte Realität und auch Evie geht es nicht anders. Sie merkt, dass sie sich ihren Ängsten stellen muss, um in die Zukunft blicken zu können. Doch zusammen schaffen Shay, Ariana, Evie und Tyler es, eine Freundschaft zu erhalten, die sie alle beflügelt. Gemeinsam lernen sie voneinander, stärker, mutiger und freier durchs Leben zu gehen und der Welt zu zeigen, wer sie wirklich sind. Buch Nummer 3. Ah, hier ist übrigens der Buchschnitt einfach nur Unifarben. Aber ist ja auch mal ganz nett, ne? So, kommen wir jetzt zu Buch Nummer 4 und das liegt von allen schon am längsten auf meinem Sub. Und zwar ist das Gladiator's Love von Asuka Leonera, deren Namen ich mir einfach bis heute nicht merken kann. Es ist echt schlimm. Ja, das Buch hatte ich mal bei einer Wichtelrunde bekommen. Meine Wichtelfee hatte es von meiner Amazon-Wunschliste ausgewählt und hat es sogar noch mit diesem wunderschönen Farbschnitt bekommen, der aber auch wieder nur vorne ist. Ich weiß nicht, warum manchmal die Verlage denken, das wäre schön. Ich persönlich mag es eben weder, wenn unten oben anders ist als auf der anderen Seite. Und ich mag es auch nicht, wenn es nur vorne ist. Aber das sind, glaube ich, First World Problems. So würde ich das zumindest mal betiteln. Das Buch, ja, wie gesagt, habe ich von der Wichtelrunde. Seitdem liegt es hier, obwohl ich eigentlich total Lust habe, es zu lesen. Vielleicht gebt ihr mir da ja jetzt den richtigen Anstoß. Tag für Tag muss Erin als Gladiatorin in der Arena kämpfen und die Gunst der Zuschauer gewinnen. Denn nur so kann sie sich als versklavte Vantyr, deren Feuermagie versiegelt wurde, in der Fremde überleben. Was ihr bleibt, ist ihr lodernder Stolz und ihr unbändiger Wunsch nach Freiheit. Um nie wieder einen blutigen Kampf bestreiten zu müssen, fasst Erin schließlich einen schier unmöglichen Plan, bereit, sogar ihr eigenes Leben zu opfern. Aber ausgerechnet Kato, der Leibwächter eines Arena-Betreibers des Landes, bringt ihr zielstrebiges Herz ins Stolpern. So, jetzt machen wir es wie immer noch einmal im Schnelldurchlauf. Buch Nummer 1 wäre Wedding Date von Julie Soto. Ah, da habe ich euch den Buchschnitt noch gar nicht gezeigt. Der ist einfach genauso kunterbunt wie das Buch auch. Ja, das wäre Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 wäre Summer Stays. Buch Nummer 3, Let's Be Bold. Und Buch Nummer 4, Gladiators Love. Jetzt liegt mein Schicksal wie immer in eurer Hand. Ihr dürft entscheiden, welches Buch von den vieren ich im Juli lesen soll. Bisher bin ich dieses Jahr echt schon sehr, sehr gut dabei. Ich glaube, ich habe von den 6 Büchern, die ihr ausgewählt habt, nur einmal das Buch nicht gelesen, aus Zeitgründen, wenn ich jetzt das Revue passieren lasse. Ich werde es euch im nächsten Video auf jeden Fall sagen, ob es stimmt, aber ich glaube, 5 von 6 habe ich bereits gelesen und ja, das ist, denke ich mal, eine recht gute Quote. Ich werde demnächst auch noch ein Video hochladen, allgemein zu meinem ersten Lesehalbjahr, wie so der Zwischenstand von verschiedenen Challenges ist und wie viel ich schon gelesen habe, etc. etc. Ihr seid ja so kleine Statistikfanatiker. Das Video mache ich extra nur für euch. Jetzt sage ich Tschüss und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!